Meine Meinung zählt. Meine Meinung zählt. Nicht über uns, ohne uns! Wie ich sehe, kommen Sie aus Russland? Aus Tschetschenien eigentlich. Aus Tschechien? Nein, Tschetschenien. Ah, interessant. Sehr viele Österreicher haben ein schlechtes Bild von Ausländern oder auch von Muslimen, da viel in der Zeitung steht und viele das lesen. Und da wird man einfach ins schlechte Bild gestellt. Eine Person ist nicht wegen deren Herkunft schlecht oder gut. Sie ist gut, weil sie gut ist oder weil sie schlecht ist. Ich mag keine Ausländer, aber dich schon. Dieses Szenario hat mir auch eine Freundin erzählt und ich dachte mir auch so, lol. Ich finde, in einem Bewerbungsgespräch ist es nicht relevant zu fragen, ob man religiös ist oder nicht. Keiner kann auch dafür, dass er Österreicher ist. So, du sagst ja auch, du schaust ihn ja auch nicht komisch an, nur weil er ein Österreicher ist. Mhm. Hört auf, rassistisch zu sein. Miteinander statt gegeneinander. Miteinander statt gegeneinander. Miteinander statt gegeneinander. Miteinander statt gegeneinander. Welche sozialen Medien benutzt du so alltäglich? Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube. Snapchat und Instagram. Also ich benutze Snapchat und Insta. Und findest du vielleicht, Insta-Freunde sind besser als echte Freunde? Nein, ehrlich gesagt nicht, denn deine echten Freunde kennen dich besser als deine Insta-Freunde. Und mit den Insta-Freunden kannst du halt schreiben, wenn die langweilig ist, aber mit deinen echten Freunden kannst du halt alles teilen. Findest du es gut, dass junge kleine Mädchen auf Insta-Seiten folgen von schön sein, von hübsch dünn sein und dass sie das als Vorbild nehmen? Ich finde, man sollte sich nicht so viel um so Models und so kümmern, weil die meisten haben Schönheitsoperationen gemacht oder photoshoppen deren Fotos. Das geht ziemlich leicht. Das heißt ja auch oft, gute Mädchen sind nicht auf Insta. Es kommt ehrlich zu sein nicht darauf an, wo du was postest, sondern was du postest. Und ehrlich zu sein, jeder hat das Recht, also auf Insta zu sein und auf Snapchat zu sein und das zu posten, was er will. Anziehen, was ich will, ohne dass mich jemand kritisiert. Menschen sollen überall leben können, wo sie wollen. Keine Ausgrenzung, keine Gewalt.